Hi und herzlich willkommen zurück zu Transport Fever 2, Folge 35 mittlerweile. Und guckt mal, was hier entsteht. Das ist ja ein krasses Ding. Ich habe extra auf Stopp gedrückt, um euch mitzunehmen im Bau. Aber das ist ja mal ein Wolkenkratzer. Der wächst und wächst und wächst noch. Guckt mal. Wohnhaus ist das Ganze. Meine Güte. Ah, jetzt wird noch gespeichert. Das dauert also noch einen kleinen Moment. So, er wächst immer noch weiter und wächst und wächst. Oh mein Gott. Wann hört er auf zu wachsen? Gibt leider nur eine Zoom-Stufe, die ihn nicht ganz zeigt. Entweder so oder eben so. Eieiei, guckt euch das doch mal an. So. Boah. 24 Leute wohnen da aber nur drin. Okay, die haben... Die da 4 Etagen oder so. Ja, nicht schlecht. Aber ein schönes Gebäude. Meine Güte. Alles in Tianjin hier. Richtig, richtig gewachsen, die Stadt. Guck mal, kriegen wir da irgendwie ein Foto von hin? Jetzt drifte ich hier schon ab mit der Sprache. Ist nicht so schlimm. Ich mache einfach mal eins. Zack. Gucken wir mal, vielleicht von hier noch. Wenn wir hier so in die Straßenschlucht gehen, da sieht man natürlich gar nichts. Von hier unten sehr, sehr unscheinbar. Wir müssten eigentlich auch die Straßen upgraden hier. Ich mach mal noch... Nee, das ist blöd. Machen wir noch... Hoppala, hier ein Foto. So, und dann kann ich hier auch die Teile wieder einblenden. Das habe ich nur gemacht, damit man alles besser sehen kann und die nicht im Weg sind. Und ich schau mal, ob ich hier zumindest diese Straßen hinkriege. Ja, das würde hier funktionieren. Da haue ich ihn dann weg, wenn ich die update. Das wäre natürlich unschön, kostet uns auch 1,6 Millionen, wenn wir das machen würden. Und hier fährt unsere Straßenbahn durch. Das heißt, den Bereich sollte ich schon mal neu machen. Hier. Das ist okay. Der Rest sind hier dann schon große Straßen. Ich guck mal, dass ich hier hinten alles ein bisschen auf bessere Straßen umstelle. Hier vielleicht auch so die dazwischen. Das sind ganz große, das ist okay. Das Stück können wir noch machen. Hier rüber. Und hier hinten von mir aus auch so diesen Knick. Außen ist noch eine, da ist noch eine. Dann haben wir jetzt hier eigentlich auch einen Großteil der Stadt abgerissen. Das ist zwar nicht so schön dann. Ihr seht es, wenn ich hier in die Diagramme reinklicke, sieht man hier diesen Knick. Ja. Weil wir jetzt natürlich ein paar Gebäude hier abgerissen haben. Aber von den neuen, etwas besseren Straßen werden die hoffentlich profitieren. Überlegung ist auch, ob ich vielleicht die Straße hier mal wegreiße. Das müsste doch eigentlich auch so funktionieren. Okay. Und dann gucken wir mal, wie sich Tianjin so entwickelt. Ich habe hier übrigens auch eine neue Straßenbahn reingesetzt. Da ist sie. Die sieht schon sehr, sehr modern aus. Wir sind aber ja auch schon im Jahr 1993 angelangt. Bewegen uns also mit großen Schritten auf die Gegenwart zu. Mal, können wir hier noch ein Foto machen? Na, vielleicht schnappen wir uns lieber eine Straßenbahn, die irgendwo in der Stadt unterwegs ist. Haben wir nicht eine, die hier so auf... Hier in so einem Bereich vielleicht? Den Oberspannungs, also mit den Leitungen hier oben, sieht das immer ein bisschen wirr aus. Das gefällt mir nicht so. Ich mache aber trotzdem einfach mal ein Bild und dann können wir erstmal wieder weitermachen und schauen, was wir... Ja, größtenteils müssen wir jetzt ja Sachen upgraden hier. Hier drüben kriege ich jetzt nicht mehr hin, ne? Nee. Ich könnte diese Nahrungssache hier noch weiter ausbauen, indem ich zum Beispiel hier eine Strecke wegnehme. Wir haben ja hier unten, an dem kommen ja Züge an, und zwar Getreidezüge 1, 2, 3, 4. 4 verschiedene Getreidezüge. Alle auf 200, der ist auf 199. Der blaue, hellblaue. Ich könnte hiervon natürlich was wegreißen.
und das hier so bauen, dass ich das unten anbinde über den hier. Das wäre wahrscheinlich die bessere Alternative, um da oben mehr Nahrung zu erzeugen. Ja, ich glaube schon. Guck mal, den gelben Getreidezug hier. So, das wäre der. Kann ich nicht wegnehmen, weil da natürlich ein Fahrzeug drauf hängt. Da, macht Sinn. So, den Zug hau ich weg. Hau hier auch erstmal, ne, die Getreidelinie lasse ich mal. Können wir ja danach wieder zusammenbasteln. Und dann setze ich hier unten, weil, ne, noch besser. Ich nehme, ne, das macht auch keinen Sinn. Das macht keinen Sinn, ne. Ich nehme hier eine neue Linie, die von hier nach dort geht. Und die heißt jetzt LKW Getreide. So. Dann brauchen wir natürlich noch LKWs. Hier drüben haben wir ein Depot für Straßenbahnen. Das ist also nicht das Richtige. Erstmal das hier weg und setze das ein bisschen weiter hier drüben hin. Gebäude, Depot. Kann man nämlich zum Beispiel, können wir das hier ransetzen? Das wäre, glaube ich, ganz cool. Gucken wir mal, zack. Bisschen gerade noch. So. Und dann kaufe ich jetzt hier diese Transporter. Die können nämlich Getreide transportieren. Kauf mal 3 Stück und setze die jetzt mal hier auf diese Getreidelinie. Wir gucken mal, bei 208 ist das dann. Das ist gut. Und hier unten muss ich aber noch eigentlich dieses Getreideteil ein bisschen umbauen, indem ich... nee, wir sind im falschen Gebäudemodus, indem ich hier... Nimmt das Feld weg? So. War auch nicht schön. Aber die müssen ja eigentlich nur reinfahren. Okay. Mache ich das so? Okay. Zack. Konfiguriere das, nehme das hier unten weg und setze hier oben noch weitere Cargo-Teile ran. So. Straßen. Nehmen wir die. Mag uns jetzt hier nicht mehr, ja? Ah, so geht's. Zack. Und von hier weiter. Okay. Sehr gut. Wunderbar. Jetzt passt hoffentlich diese Getreideroute hier. Guck mal kurz, wie schnell kann man auf den Straßen hier fahren? 60. Und auf denen könnte man 80 fahren. Das heißt, ich sollte die wahrscheinlich hier noch eine Runde verbessern. Jetzt auch auf dieser schnelleren Straße unterwegs. Düsen da hoch. Genau, und die sollen ja eigentlich dann von da unten die Sachen holen. Und jetzt haben wir hier, müssten jetzt wieder 1, 2, 3, 200, 800 Getreide angeschlossen sein, die hier nach oben sollen. Und hier nehmen wir ja jetzt den anderen Kram raus. Da sollten wir jetzt noch ein bisschen was upgraden, damit es hier besser hinpasst. Lassen hier erstmal kurz die Kollegen entsprechend hier rausfahren. Super. Okay, passt soweit. Dann gucke ich mal hier, ob wir hier... Ja, super. Kriegen wir noch jeweils ein Cargo-Teil ran. Das ist gut. Dann ist das in Ordnung. Wir bringen jetzt von hier die Sachen weg und dann könnten wir hier drüben nämlich noch mehr hinliefern zu diesem Teil, indem wir von hier noch einen Zug bauen. Gucken wir mal kurz. Ist irgendwas nicht in Ordnung? Wahrscheinlich haben wir nur nicht richtig angesetzt. Okay. Genau, das würde dann hier rumgehen. Und zwar nämlich da lang. Und hier unten kann ich dann nämlich den Einfahrtskram hier mal wegnehmen. Okay, jetzt habe ich hier das nicht in Ordnung.
machen wir das nochmal kurz neu. Sekunde, zack. Müssen wir mal schauen. Genau, eine Linie ist jetzt natürlich kaputt, aber das ist die Linie, auf dem ja, der ja eh nichts fährt. So, Einbahnstraßenverkehr, ja. Machen wir mal hier und da. Zack. Genau, und hier fahren ja jetzt genau diese drei Linien drauf. Sehr schön. Und die eine ist hier eben kaputt, weil die ja da nach oben muss. Okay. Soweit, so gut. Hier, 1, 2, 3. Also ich könnte hier schon eine größere Fabrik draus machen, die zum Beispiel Teheran mit Lebensmitteln versorgt. Frage ist, wo müssen noch Lebensmittel hin? Hier nach Hefei müssen ja keine. Hier unten hätten wir noch eine Fabrik. Nach Yokohama könnten noch ein paar mehr kommen. Könnte ich aber auch... Hier nicht noch ein zweites Teil irgendwo? Das ist da hinten. Okay. Und das also auch zu dem liefern. So, kommt denn hier nicht so viel nach Yokohama? Was ist denn mit dem Brotzug Yokohama? 157 bringt der eigentlich mit. Bringt er hier aber nicht ran. Weil die hier nicht genügend ab rausnehmen. Oh. Okay. Das ist ja interessant. Werde ich das hier noch kurz updaten. Wo fahren die denn hin? Da unten ist Brot, okay. Okay. Dann wäre es doch aber eigentlich noch fast besser, wenn sie das weiter hier hinbringen würden. Naja, ist okay. So. Was stehen die jetzt auf 110? Dann brauchen wir noch einen. So, okay, jetzt sind mehr, die hier das Brot wegbringen. Dann sollte das ja hoffentlich ein bisschen besser werden. Hier werden jetzt derzeit 100. Gucken wir mal kurz. Getreide, kommen hier 200 rein. Über den LKW und über den Getreidezug hier kommen auch 200 rein. Okay, das passt also. Der sollte also das versorgen können. Dann weiß ich gar nicht, ob wir noch mehr haben, die... Gar nicht so aus, als wenn wir noch mehr haben, die Nahrung brauchen. Denn von hier oben kommen ja auch genügend, die das Getreide hier hinbringen. Wollen wir mal kurz gucken... Die bringen das wahrscheinlich eher hier irgendwo hin, also dorthin. Okay, und dann haben wir in Teheran, haben wir genügend Getreide. Sehr gut. Super. Wie sieht es denn aus bei unseren Städten? Die Städte sind hier. Größe. Die größte ist Teheran mit 774. Hier unten Yokohama bräuchten wir noch was. Dann ist es eigentlich in Ordnung. Das Einzige, was wir machen könnten, ist... hier den Zug darüber zu ziehen. Aber das brauchen wir eigentlich derzeit noch nicht. Das heißt, ich nehme diese Route einfach mal raus. Ja? Dann meckert er auch nicht mehr. Könnte die aber jederzeit hier oben lang verlängern, dorthin führen, dann hätten wir dort auch genügend Nahrung, um diese noch irgendwo hinzuliefern. Okay. Klingt erstmal gut. Wir haben noch eine Stadt, die gar nicht beliefert wird. Das ist nämlich Harbin. Richtig? Genau. Harbin hat keine Ziegel und keine Pakete, die hinkommen. Hier oben hole ich ja Pakete. Oder produzieren wir Pakete, also Waren. Da fahren einmal Waren nach Chengdu und Waren nach Hefei. Genau, hier hinten hatte ich ja schon umgebaut, ne? Sodass hier jetzt eigentlich die ganze Produktion auf 400 stehen müsste. Ich habe hier nämlich eine LKW-Route, die 400... hier die LKW-Route mit die 400 Eisen und hier die 400 Kohle bringt. Hier haben wir die Zugroute, die bringen nicht ganz so viel. Das heißt, Fahrzeug verwalten. Dieses Fahrzeug müsste ich mit einem weiteren Anhänger ausstatten. So.
Und das andere Fahrzeug? Wahrscheinlich komplett umrüsten auf diese Lok. Oder, wartet mal, haben wir nicht noch eine andere Lok? Hier, die fährt 100 und hat eine Zukunft von 1, 2. Ganz schön viel mehr. Natürlich auch die nehmen. Was hat denn die Lok hier überhaupt? 2, 4. Ja, 2, 4 und kostet 1,5 Millionen. Dann gucke ich mal kurz hier auf Diesel. Okay, wir gehen nochmal auf alle. Fährt 120. Hm, die könnte man stattdessen sogar auch gut nehmen. Die fährt sogar 160, hat deutlich mehr Power. Das ist ja hier schon, das ist schon ein bisschen übertrieben. Theoretisch könnten wir natürlich auch die für die Strecken nehmen. Hm. Probier's mal erstmal noch. Weil wir nehmen halt. Okay. Das ist die falsche. Das ist schon die. Ah, okay, okay. Die Diesel-Lok hier mit 120. Okay. Macht die dann gut plus? Macht sie. Die laden da beide ganz gut aus. Also ich könnte natürlich erstmal überlegen, ob ich den einfach mache. So, wie sieht's jetzt aus? Geht immer noch eins. So, okay, dann gehe ich hier doch nochmal auf Ersetzen. Nehme hier den Dieseltriebwagen rein und hau den jetzt hier 10 Stück rein, was dann 180 in der Kapazität wären. So. Gucken wir uns nochmal. Jetzt sind beide auf 424. Sehr gut. Also wir sollten jetzt hier genügend Stahl hinliefern. Und der Stahl, der nach unten weggeht, da könnten wir noch einen LKW gebrauchen. Packe ich einfach mal einen drauf. Dann kommt hier genügend Stahl hin. Wir haben aber das Thema, dass wir wahrscheinlich nicht genügend Waren wegnehmen. Oder abnehmen. Genau. Und vielleicht von hier unten auch nicht genügend Öl wegbringen. Also schaue ich mir mal diesen Ölzug hier an. Kunststoffzug. Linie verwalten. Ne, Quatsch. Fahrzeuge verwalten. Und wir werden den auch nochmal upgraden. Auf den. Kunststoff soll der transportieren. Also mit diesem Wagen. Nehmen wir es auf 180 plus. Oder wartet, machen wir einfach noch einen drauf. Zwei. Haben wir hier einen größeren Kunststoffzug, der 300 Kunststoff nach oben bringt. Und wie sieht es hier aus? Die bringen hier auch Öl hin. Und zwar 498 Öl könnte der transportieren. Der bringt das Öl von hier. Könnte ohne Probleme auch ein bisschen mehr liefern. Aber das ist okay so. Das heißt, eigentlich müssten wir den Kunststoffzug hier noch ein bisschen verbessern. Ich könnte den natürlich jetzt auch, ich könnte den noch ein bisschen höher stellen, ne? Zum besseren Wagen. Das machen wir nochmal. Wir gucken nochmal nach. Ich habe ja hier gesagt, ich hätte die 570 und 2,4. Wenn ich das auf das umstelle. Ganz andere Zugkraft. Okay. Dann gebe ich dem hier lieber noch einfach zwei weitere Cargo-Container drauf. So. Und jetzt bringen wir 350 Kunststoffe nach oben. Das hört sich doch schon besser an. Die Frage ist, ob wir hier überhaupt 350 Kunststoffe lagern könnten. Das können wir nämlich nicht. Das heißt, ich müsste hier eigentlich ein bisschen was umbauen. Wie machen wir das jetzt? Ich glaube, wir können mehr lagern, wenn die sich das Gleis nicht teilen würden. Das heißt, ich reiß. Ist das weg?
schmeiße das weg. Und dann baue ich hier noch eine Plattform ran. So. Hier vorne reiße ich das weg und setze hier ein Cargo-Building ran. Sieht doch ganz gut aus. Keine große passt natürlich nicht. Setzen wir das ran. So. Können wir nochmal kurz gucken. Ist hier nicht, dann setze ich das hier mit einem Versatz so. Guck mal, dass ich dann den da noch mit ransetze. Das sieht, glaube ich, so ganz cool aus. Ja, gefällt mir. Ich habe dann noch das Thema, dass ich... ich habe hier das vergessen zwischendrin, fällt mir gerade auf. Ja, das ist natürlich Quatsch jetzt, was ich hier gemacht habe. Da muss ja noch ein Gleis dazwischen. So, also, noch ein Gleis hin und dann... Passt, geht es auch genau auf hier vorne mit der Größe von dem Hauptgebäude. Sehr schön. Ja. Und dann reiße ich hier den Kram nämlich einmal weg. Gut. Und wir setzen jetzt hier die Gleise entsprechend ran. Ja, sieht es hier auch ein bisschen schicker aus. Dann schauen wir mal. Wir haben hier eine Kunststoffroute. Und wir haben hier eine Ölroute, die hier auf Gleis 2 gehen soll. Dann gucke ich auch mal, ob jetzt hier mehr Platz ist. Oder ob das überlastet ist. Es hat natürlich nichts gebracht, ne? Das war klar. Das heißt, wir sollten hier vielleicht 2 Züge raufsetzen auf die Kunststoffstrecke. Sonst wird das nicht. Sonst holen die nicht oft genug ab. Verdammt. Ja, okay. Das wird so nichts. Der Zug hier unten, bei dem reicht das wahrscheinlich. Aber der andere hat hier das Problem. Ich könnte den Bahnhof natürlich verlängern. Aber das gefällt mir nicht. Dann müsste ich den hier unglaublich lang verlängern. Also machen wir Folgendes. Wir versuchen hier jetzt noch ein zweites Gleis ranzubauen. Führen das Gleis entsprechend hier lang. Das führt dann entsprechend hier hoch. Zack. Und läuft dann hier entsprechend in die Stadt rein. Was ist hier los? Habe ich mal irgendwas in hier mal gebaut gehabt? Keine Ahnung. Achso, ich habe hier so einen kleinen Zwischenstep gebaut. Okay, verstehe. Verstehe. So, und hier gucken wir jetzt mal, wo läuft das rein? Das läuft auf der Seite rein. Und ist hier so ein bisschen unterteilt, weil wir da die drauf fahren lassen haben. Okay, dann nehme ich das hier erstmal wieder raus. Wir machen das dann hier einfach so und dann würde ich dann Kreuz bauen. Ja. Zack. Einbahnverkehr so. Irgendwo hier in die Mitte setze ich noch einen von denen. Und dann müssen wir... Ist das überhaupt die Mitte? Ja, kommt ungefähr hin. Und dann kommt hier unten der nächste gleich hin. Müssen jetzt nur schauen, der kommt von da. Also müssen wir erstmal hier ein Signal setzen. Dann soll er nämlich da lang zurückfahren, genau. Dann müssen wir allerdings diesen Zug hier ersetzen. Auf dieser Kunststoffroute. Gucken wir mal ganz kurz. Das ist nämlich der hier. Der wird jetzt ersetzt. Haben wir mal... Ist die Route jetzt ausgelastet? 306, okay. Also mit 8 ungefähr. Nehmen den Zug, Fahrzeuge verwalten. Ersetzen den... Hatte ich jetzt schon ersetzen? Ersetzen den durch den Kollegen mit 8 Waggons. So, das wären 10. 2 weniger 8.
und duplizieren den einmal. Und schon sollte die Route hier besser laufen, weil das besser abgeholt wird. Jetzt müssen wir nur gucken, wo der zweite Zug überhaupt ist. Der wird jetzt bestimmt wieder irgendwo ganz komisch eingesetzt. Gucken wir mal. Das ist der, okay. Und der andere Zug. Der Kollege sitzt gerade hier oben und fährt da raus. Wie soll er denn von hier auf diese Linie kommen? Nee. Jetzt hat sich hier irgendwie gedreht. Da. Das funktioniert doch nicht. Wir sind doch ganz woanders hier. Wartet mal, nee, hier. Hier geht dieser Zug nach oben. Der könnte doch hier höchstens eine Runde da lang fahren. Dann fährt er zum Beispiel hier rein. Könnte dann aber ja theoretisch von hier darauf fahren, oder? Das könnten wir machen. Das führt. So. Mache ich hier ein Signal. So. Und da ein Signal. Zack. Und dann gucken wir mal, ob er das jetzt tut. Ob wir den so auf unsere Linie kriegen. Jetzt meckert er hier, weil natürlich der Bahnhof nicht frei ist. Das heißt, ich setze mal hier noch Signale, sonst fährt er kein Zug da lang, genau. Und wie gesagt, er müsste auf dieses Gleis fahren. So, und wenn der da vorbei ist, könnte er das eigentlich machen. Oh, zwei neue Flugzeuge. Und irgendwie hier eine Bahn. Okay, klingt auch interessant. Gucken wir uns einfach mal an. Wir haben hier ein Depot. Wieso hat er nicht das genommen? Zum Beispiel. Achso, weil es gar nicht angeschlossen ist. Okay. Gut. Wir schauen mal. Züge kaufen. Lokomotiven. Jetzt hier nicht mit drin, sondern hier unten da mit drin. Er hat 130, kostet 2 Millionen. Und kann 88 Leute transportieren. Die Frage 88 ist ganz schön wenig. Kann ich den doppelt einfügen? Irgendwie komisch aus, wenn ich den doppelt einfüge. Weil er hat eine Kapazität von 176. Der hat 130. Den könnte ich eigentlich auf der Hauptstrecke mal einsetzen. Könnte ich mal überlegen. Auf der Teheran-Strecke oder so. Weiß noch nicht. So, hier ist jetzt der Zug, hat es geschafft. Der ist auf der Linie und holt jetzt dort den Kunststoff ab. Der muss hier nicht mehr so lange gelagert werden und damit schafften wir das von der Kapazität her. Genau, der andere bringt den Kunststoff hier nach oben und wir schaffen es dann hier hoffentlich mehr Waren zu produzieren. 179 Waren gehen hier rüber nach Chengdu. Wie viel brauchen wir da? 250. Ah ja, okay. Könnten wir natürlich hier mal gucken, ob wir vielleicht diesen Warenzug nach Chengdu noch upgraden. Auf den hier. Cargo stelle ich mal 180 dann erstmal. Können wir gleich 12 draus machen. So. Super. Dann holt er hier deutlich mehr ab. Oh, das ist schon ganz schön viel dann. Egal. Wir müssen ja die Produktion hier auch wegbringen. Passt also schon. Hier kommt er auch gerade rein. Nimmt hier hoffentlich gleich die Waren mit. Der Rest funktioniert hier dann hoffentlich auch. Ja, sieht gut aus. Okay, und dann würde ich sagen, probieren wir mal in der nächsten Folge, ob wir vielleicht unsere Rundlinie upgraden können. Wir haben derzeit ja diese Bahn hier drin mit 105 Leuten. Und die kostet derzeit... Wir können ja die kurz mal vergleichen, das mache ich noch schnell. Wir haben hier die Möglichkeit, diese Bahn einzusetzen. Relativ zügig, gute Ladegeschwindigkeit, fährt 130, also eigentlich ganz gut. Und unterwegs sind wir derzeit mit der Diesel-Lok hier, ne, mit der 120er. Kostet 1,6 Millionen. Hat aber auch natürlich noch
Ja, mal gucken, steht denn hier das insgesamt? Nee, ne? Hier steht nicht die... Naja, steht hier leider nicht, wie das kostet. So, das ist, glaube ich, unsere derzeitige Kapazität. Das heißt, der kommt noch oben drauf. 200.000, 2,5, also nochmal ungefähr 1,7 Millionen obendrauf auf diesen Zug. Dann sind wir bei knappen 3 Millionen und der kostet nur 2,1. Das heißt, wir könnten überlegen, ob wir den umswitchen auf den. Könnten aber auch überlegen, ob wir hier eine schnellere Strecke bauen, 160 zum Beispiel anvisieren. Und was haben wir, was 160 fährt? Das ist der hier. Der kostet allerdings dann 3 Millionen. Könnten wir aber überlegen, den mit den schnelleren und die Strecke upgraden, wäre eine Idee. Ich kümmere mich darum auf jeden Fall. Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder hier bei Transport Fever 2. Bis dann. Macht's gut.